So Leute, willkommen zurück zum Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker mit mir, dem Cloud von Delivery LP. Und in der letzten Folge sind wir hier auf der verwunschenen Bastion wieder angekommen, nachdem wir ein bisschen umhergesegelt sind nochmal. Und ja, wir sind dann irgendwann wieder weit hochgeklettert. Genauso so weit sind wir wieder runtergefallen und da habe ich gesagt, in der nächsten Aufnahme bin ich wieder oben und ja, da bin ich. Also machen wir weiter. Also ich bin jetzt gerade quasi von innen rausgekommen. Und ihr seht, ich bin oben auf dem Weg nach noch weiter oben. Nebenbei habe ich dann noch mal die ganzen Scheinwerfer hier unschädlich gemacht. Denn ich glaube, die sind der wichtigste Faktor daran, dass ich überhaupt von den Kanonen angegriffen werde. Deshalb habe ich die mal mit unschädlich gemacht noch. Einfach hinklettern und den Typen erledigen, der da dran sitzt. Ja, und dann hoffe ich, dass es jetzt funktioniert, dass ich jetzt endlich mal nicht runterfalle. So, die erledigen wir noch eben. So, geben die mir magische Power oder so? Nein, aber da kommt noch mehr. Da war noch einer. So. Dann gucken wir jetzt, dass wir wieder rüber können. Die scheinen es jetzt zum Glück nicht anzugreifen, wenn wir gerade hier rüber schleichen. Was ich irgendwie komisch finde, dass die dann so rücksichtsvoll sind und darauf warten, dass wir da drüben sind. Aber naja, das sind halt nette Gegner. Kann ja auch nicht schaden. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir nur noch hier rüberkommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass es diesmal funktioniert. Da auch diesmal keine Scheinwerfer mehr da sind. Und es sieht gut aus. Also ich bin gerade übrigens nochmal runtergefallen in einer Aufnahme, die ich jetzt verworfen habe, weil letztendlich nichts passiert ist sonst. Und jetzt habe ich es geschafft. Und ich bin glücklich drüber. Und da können wir mit dem Hammer dann, denke ich mal, einmal draufwemsen, um die Tür zu öffnen. Einmal den erledigen und wir gehen da rein. Mal sehen, was uns da erwartet. Cloud! Dir geht's also gut. Das freut mich. So geht die Tür nie auf. Unüberlegt wie immer. Die gute Tetra ist wieder da. Hätten wir nicht diesen Riesenvogel für dich abgelenkt, da hätte er dich wieder geschnappt und du würdest jetzt um deine Haut planschen. Dieses Schwert. Wo hast du es her? Bist du etwa... Ja, es ist... Ja, ist es denn die Möglichkeit? Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Was? Achso, das sagt der eine Pirat. Oder, wer sagt das jetzt? Egal. Sagt Tetra, sag ich jetzt einfach mal. Jedenfalls nehmen wir diese Mädchen hier in Verwahrung. Ihre Väter in der Stadt zahlen und nämlich ein Vermögen für die Kleinen. Aber sie lassen Ariel anscheinend in Ruhe. Ich will euer rührendes Wiedersehen ja nicht stören, aber... Gibt es da nicht noch etwas, das du zu erledigen hast? Unter Umständen doch. Mach dir keine Sorgen um sie, ich werde sie wohlbehalten nach Hause bringen. Eigentlich sollte ich eine Belohnung von dir verlangen, aber diesmal will ich eine Ausnahme machen. Geht aufs Haus. Dein großer Bruder musst du noch etwas... Was? Dein großer Bruder muss noch etwas erledigen, weißt du? Es wird nicht lange brauchen, also musst du schön brav auf ihn warten, verstanden? Cloud!
Captain, wir müssen uns beeilen. Dieser Riesenvogel ist auf dem Weg hierher. Gonzo, du kommst wie gerufen. Sie hier, nehmen wir auch mit. Was? Aber sie ist doch... Tu, was ich sage. Cloud! Cloud, siehst du, dass du zurückkommst? Und da haben wir den großen Vogel schon, um den wir uns jetzt kümmern dürfen. Wie schön, dass wir eingesperrt werden. Woher kommt das Wasser? Ich meine, wir sind irgendwie 200 Meter über dem Meeresspiegel. Geschätzt. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir haben einen Endgegner, Leute. Mal sehen, wie wir den angreifen müssen. Ich habe da so eine vage Vermutung. Okay, ich kann ihn anscheinend nicht ins Visier nehmen. Dann ist meine Vermutung wohl doch falsch. Oh, er macht's. Und das Leben gerade schwer. Oder versucht zumindest. Müssen wir uns dann wohl ein bisschen beeilen. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich gehe einfach weiter. Idealerweise macht er das alles auch immer so kaputt, dass wir noch rüberkommen. Und da wollte er uns packen. Ja komm, lass mich mal in Ruhe, lass mich vorbei. Sehr nett von ihm. Ja, es geht gerade eigentlich nur im Kreis und wir müssen gucken, dass wir schnell hochkommen anscheinend. Und sonst müssen wir uns nicht groß aufhalten lassen. Und au, das tat weh. Okay, aber wir haben ja den Hammer gekriegt. Dann werden wir mal den Hammer auf den Schnabel. Wie jetzt? Das war es doch jetzt noch nicht, oder? Hätte mich auch gewundert. Na komm. Na komm, Vögelchen. Vögelchen wird eingesperrt. Ah. Ich habe mich schon fast gewundert. Ich glaube, jetzt wird erstmal richtig sauer auf uns. Und überfliegen Federn. Wollen wir ihn dann sehen nicht? Da. Aha. Aber wir können nicht ins Visier nehmen. Anscheinend müssen wir warten, bis er zu uns kommt. Was, glaube ich, jetzt der Fall ist. Ja. Dann nehmen wir ihn mal ins Visier. Und hauen ihm den Hammer auf den Schnabel. Aber daneben. Haben wir ihn jetzt getroffen? Ich weiß es nicht. Hm. Da zieht er wieder seine Kreise und kommt jetzt auf uns zu. Und Hammer Time. Ja, ich glaube, wir haben ihn getroffen. Ich muss jetzt gerade die ganze Zeit an die fette Raupe aus das große Kappel denken. Juhu, der bunte Vogel da. Also irgendwie muss ich jetzt daran denken, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich auch klein und grün bin und da ein großer Vogel ist. Den ich jetzt nicht mehr sehe. Oh. Ups. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ich glaube, der ist... Ich glaube, der ist gegen die Mauer geflogen. Tat ihm das weh? Hoffentlich. Es kann auch mal wieder runterkommen. Danke. Damit ich ihn gepflegt mit dem Hammer auf den Schnabel wämsen kann. So wie es sich gehört. Ich frage mich aber immer noch, ob er dadurch überhaupt Schaden nimmt. Nee, das wollte ich eigentlich nicht tun. Nee, Pfeile machen beide nix. Sieht zumindest nicht danach aus. Und da kommt er wieder. Da haben wir den großen Vogel wieder.
Aha. Jetzt können wir drauf wemsen. Vielleicht kommen wir jetzt auch mit dem Fallen. Ne, der ist doch schon. Der war zu schnell weg. Und zu weiter. Jetzt fliegt er um das Gebäude rum hier. Zu langsam, mein Freund. Zu langsam. Na komm schon. Und er macht wieder eine Landung. Das war schon. Das war ja nicht schwer. Fliegt jetzt einfach weg. Hinterlässt uns jetzt wenigstens ein Herz. Ja, explodiert schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, und er hinterlässt uns ein Herz. Das ist ja nett. So mag ich's doch. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit erhöht sich deine Energie um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig aufgefüllt. Juppie! Und wir können da rein. Gut, gehen wir da rein. Aber vorher gucken wir mal. Ich dachte, das wäre ein durch Tonschädel. Den müssen wir nicht so, vielleicht hätten wir auch einfach mit Steinen bewerfen können. Naja. Dann gehen wir mal da rein. Gucken, was uns da erwartet. Ich ahne schon, wer da auf uns lauert. Oder auch nicht. Ah, da ist eine Tür. Okay. Da ist eine Tür. Klopf, klopf. Hallo. Der gute Gennendorf. Es ist lange her, Junge. Dass du es bis in das Innere meiner Festung geschafft hast, nötigt mir durchaus Respekt auf. Jedenfalls ist dein Mut beachtlich. Oder sollte ich vielmehr sagen, deine Torheit? Was ist Torheit? Verstehe ich nicht. Gestatte mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gennendorf und ich habe eine große Nase und bin grün. Ich bin der Burgherr dieser sogenannten verwunschenen Bastion. Lass mich dir eine Frage stellen, Junge. Als du dieses Schwert aus dem Stein gezogen hast, haben dich dann nicht all die Kreaturen, die vorher gänzlich erstarrt waren, wieder angefangen zu bewegen? Bist du in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und verstehst du, was das zu bedeuten hat? Diesem Schwert wohnt die Stärke inne, das Antlitz vom das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Und das nicht nur in dem Sinne, dass es im Kampf dämonische Gegner bezwingt. Nein, dies ist vielmehr sogar noch ganz und gar wörtlich zu verstehen. Es ist das Bannsiegel, mit dem wir Dämonen gebannt und eingesperrt werden können. Und du, mein Junge, hast eben jenes Bannsiegel gebrochen und uns so wieder die Freiheit geschenkt. War wohl nichts. Mit diesem Schwert, dem das Licht fehlt, das Böse zu verbannen, kannst du nicht mal mich niemals bezwingen. Ich schicke dich ins Jenseits, damit du es dem Schmied dieses Schwertes ausrichten kannst. Der Trumpf sticht nicht mehr. Tetra. Cloud, schnell! Oh, nicht gut. Hey, lass mich los! Du kleine schmutzige Ratte! Mein Triforce der Kraft reagiert auf sie. Habe ich dich also endlich gefunden, Prinzessin Zelda.
Wer bitte ist Zelda? Wovon redest du denn da? Gib dir gar nicht erst die Mühe, dich dumm zu stellen. Wenn du nicht Zelda bist, warum sollte mein Triforce dann... Ja, ich würde sagen, wir gehen stiften. Oh, hi Falou. Falou, der alte Brandstifter. Ich muss irgendwie an Grisou den kleinen Drachen denken. Ich weiß nicht wieso. Ich habe heute sehr generell komische Gedanken. Erst die fette Raupe aus das große Krabbel und dann Grisou. Oh, wir sind wieder am Turm der Götter. Okay. Keine Sorge, Cloud. Sie ist nur bewusstlos. Und deiner Schwester geht's auch gut. Sie konnte zusammen mit den Piraten heil von dieser Insel fliehen. Großer Valu, ihr habt sie vor dem sicheren Tor bewahrt. Ich spreche euch meinen tiefsten Dank aus. Hylianisches Geschwafel, das ich nicht verstehe. Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß genau, was ihr meint. Unsere oberste Sorge muss es jetzt aber sein, diese beiden so weit wie möglich von Genen wegzubringen. Scheint Valu genauso zu sehen. Und er macht sie aus dem Staub. Sieht zumindest dann raus. Cloud, die Details bereden wir später. Jetzt müssen wir erstmal erneut in die Welt unterhalb des Meeres. Schon wieder? Was wollen wir denn da jetzt noch? Ah, wahrscheinlich erstmal Tetra, aka Zelda, in Sicherheit bringen. Aua. Cloud, bist du in Ordnung? Wo sind wir hier eigentlich? Moment, was ist aus diesem Kerl namens Ganondorf geworden? Cloud, warum zögerst du? Komm schnell in den Raum, in dem du das Masterschwert gefunden hast. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen. Was? Der sagt Tetra, ah. Da ist es jemandem möglich, meinen Stein zu benutzen. Sag mir, wer bist du? Dieser Stein ist nur für Cloud und mich, damit wir in Kontakt treten können. Niemand hat dir erlaubt, ihn einfach so zu benutzen. Der Name ist Tetra, nicht wahr? Okay, das hat alles ja gegenüber gesagt. Okay, komm zusammen mit Cloud zu mir. Gute Idee, dann kann ich gleich mal ein ernstes Wörtchen mit dir wechseln. Mach dich schon mal auf was gefasst. Cloud, du verschwendest unsere Zeit. Bring mich sofort zu dem Raum, wo sich der Kerl aufhält. Na gut, das machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Dann habe ich auch was, womit ich die nächste Folge füllen kann. Haha. So, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir sind wieder am Schloss Hyrule und da machen wir auch das nächste Mal weiter. Bis dann, Leute. Ciao.